uraltes Video, mega cringe, egal. Ey, yo Leute, willkommen zu meinem neuen Video und heute testen wir eine Fanta. Ja, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich nur eine Fanta teste, normalerweise teste ich ja ein paar mehr, aber erstmal sage ich viel Spaß beim Video. Wie gesagt, normalerweise teste ich mehrere Fantas, das Problem ist nur in letzter Zeit, ich komme wirklich an wenige Fantas ran, die wir noch nicht kennen. Die fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Deswegen, ja, teste ich jetzt diese eine, weil ich es unbedingt probieren wollte. Ich verlinke euch mal hier, wenn ihr es hinkriegt, die Playlist von Fanta, wenn nicht, dann ein Video, da kommt ihr auf die anderen auch. Auf jeden Fall könnt ihr hier gucken, was ich schon alles an Fantas getestet habe, denn wir haben schon sehr viel getestet und zurzeit ist einfach schwierig, an weitere ranzukommen, die ich noch nicht kenne. Aber heute ist es auf jeden Fall einer dieser Tage, denn wir haben Fanta Guarana. Guarana kennen viele von Energy Drinks eher, weil es eben so ein Stoff ist oder beziehungsweise so ein... Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Frucht ist. Auf jeden Fall etwas, das ein bisschen wacher macht. Ähnlich wie Koffein. Nur, glaube ich, viel gesünder. Ganz genau weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall heißt die hier Fanta Sabor Guarana Sem Achuares Atizado. Ey, sag mal, was ist denn los mit dir? Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, aus welchem Land die kommt. Steht das hier? Hergestellt in Portugal. Also aus Portugal kommt die. Ich kann kein Portugiesisch. Ach, wirklich? Deswegen... Was ich jetzt gerade gesagt habe, war wahrscheinlich völlig falsch, aber auf jeden Fall Fanta Guarana, das kann ich noch lesen und das ist auch hier übersetzt drauf. Hier steht drauf, Erfrischungsgetränk mit Guarana-Geschmack mit Süßungsmitteln. Ja, was soll ich noch groß sagen? Sehr schöne Dose, ich probiere es mal. Für alle, die sich fragen, warum ich nie das Ganze in Gläser fülle, es schmeckt einfach anders aus Gläsern. Klar, ich könnte es reinfüllen und dann könnte ich trotzdem aus der Dose trinken. Ich glaube, beim nächsten Getränketest mache ich das auch. Aber ich teste aus der Dose, weil die meisten Leute kaufen sich dann so eine Dose und trinken es auch aus der Dose. Definitiv! Und da ist ja wichtig, wie das schmeckt und nicht wie es aus dem Glas schmeckt. Und die Farbe, ganz ehrlich, wenn es jetzt nichts Besonderes ist wie bei Pepsi Blue oder so, braucht man es auch nicht sehen, meiner Meinung nach. So, ich rieche mal. Das riecht sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Das auf jeden Fall. Und für alle, die Farbe interessiert, ich würde sagen, es ist rot. Ich probiere es. Es hat einen sehr, sehr interessanten Geschmack. Aha. Den kennt man nicht. Also im Normalfall. Ich gehe davon aus, dass die Leute das nicht kennen. Aber es ist sehr, sehr lecker. Muss ich sagen. Und ich verlinke euch jetzt auch hier nochmal ein Video. Da habe ich mehrere Drinks aus der ganzen Welt getestet. Uraltes Video. Mega cringe. Egal. Egal. Da habe ich auch einen Drink aus, ich glaube, es war auch Portugal getestet oder Brasilien. Ich meine, das ist ja relativ ähnlich. Ja, und ich glaube, das hatte auch Guarana-Geschmack. Und das kommt schon nah an das hier dran. Ich finde es eigentlich echt super lecker. Mmm, so good and tasty. Aber ich kann es nicht erklären. Es schmeckt halt nach Guarana. Ja, wenn Guarana noch nie geschmeckt hat, wie will man dann wissen, wie es schmeckt? Also, ja, ich finde es super lecker. Muss ich sagen, und sehr interessant auf jeden Fall, weil man es halt nicht so kennt hier aus der Gegend jetzt. Finde ich sehr gut, muss ich sagen. Ich finde die sehr gut. Sternbewertung. Ich gebe ihr 8. 8 von 10 möglichen Sternen ist berechtigt. Für 9 und 10 fehlt noch so ein bisschen was. Auf jeden Fall sehr interessant, sehr lecker. Auch nicht zu süß. Süß mit süß und doppelt süß. Zwar schon süß, es ist eine Fanta. Also süß auf jeden Fall, aber halt nicht zu süß. Was ja bei Fanta auch manchmal das Problem ist. Aber da, echt gute Fanta. Wenn ihr die mal seht, probiert sie mal. Ist echt empfehlenswert. So, das war's mit dem Video. Ein relativ kurzes Video. Ich weiß, wir haben einfach nur diese eine Fanta getestet, aber ich bin trotzdem weiterhin auf der Mission, Fantas zu finden, die wir noch nicht kennen, dass ich die testen kann. Und dann kommen auch wieder weitere Fanta-Videos. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn dem Ganzen war, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns in den 90ern. Bye, bye.